Das bildungspolitische Programm der PPÖ baut auf dem Grundsatz auf, dass Erziehung und strenge Bildung der Jugend zuwider den religiösen und bürgerlichen Überzeugungen der Eltern stattfinden muss. Aufgabe der Schule ist es, Allgemeinbildung mit Strenge zu fördern. Die Schule muss die relevanten Wissensbereiche von Poppers und Gleitmitteltheorie über praxisorientierte Fähigkeiten im Umgang mit Dildo, Seil und Tittenklemmen bis hin zu Dominanz- und Submissionswissenschaften unnachgiebig zu vermitteln und einer einseitigen Ausrichtung auf Religion, Mathematik oder gar Sport entgegenzuwirken. Du, rauf! Sofort! Rauf! Das geht schneller! Ihr seid ja überhaupt keine richtigen Perversen, was soll denn das hier? Dringlichstes Ziel schulischer strenger Bildung ist es, die Autorität der Eltern zu untergraben, die bürgerliche Familie zu stürzen und den jungen Erwachsenen eine gesunde, eine polymorph perverse Entwicklung zu ermöglichen. Los, jetzt du! Ja, du! Los, zu den Reden! Rüber! Schneller! Auf fortpflanzungsorientierte, heterosexuelle Tendenzen im Individuum ist dabei mit Strafe und Disziplinarmaßnahmen zu reagieren. Hingegen sind polygame und sadomasochistische Ansätze im Individuum zu fördern und zu schützen. Den Perversionsschutz von der Alm bis ins Dorf als ursprünglicher, als österreichischer Wert ist einer unserer obersten bildungspolitischen Grundsätze. BPÖ, wir glauben an unsere Jugend.